Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Skyrim. Ja, ich bin jetzt endlich ausgeruht und nehme jetzt natürlich die Folge für Samstag auf, also in dieser Folge, ne? Und das wird aber wahrscheinlich wieder eine Session, da ich ja jetzt mal wieder voll ausgeruht bin und so. Es ist zwar auch erst 7:40 Uhr, aber hey, war schon jetzt seit 5 Uhr wach auf dem Samstag. Was macht der denn da? Bringt er das wieder den Riesen oder was? Ein Troll. Fangen. Wir sind eindeutig stark. Jetzt kommt ein Wolf. Sagen wir da, ist das Gold? Ne, Mondsteine. Ne, Eisenerz. Nicht so wichtig. Hä, wo soll denn das sein? Da oben? Und wie komme ich da hoch? Ach, als wenn ich dafür was. Bis hierher und nicht weiter. Oh, du bist doch stärker als ich dachte. Mehr habt ihr nicht drauf? Oh. Das nehmen wir einfach mal alles mit so. Hier noch irgendwas. Oh, das gefällt mir, was ich hier sehe. Sehr schön. Nehmen wir einfach mal mit. Solange wir noch Platz haben, können wir alles reinholen. Geld, Geld, Geld. Jetzt müssen wir da nur mal rein. Entschuldigung. Dass er auch immer geradeaus guckt, auch wenn da eine Wand ist, da guckt er immer gegen. Lederhelme? Haltet eure Klinge bereit. Ja, ich sehe schon da. So, nicht schrumpeln. Hey, komm zurück! Der bringt natürlich auch Kohle. Und Gold ist auch Geld. Truhen immer gut. Oder was heißt immer? Meistens. Wir hatten auch schon welche ja gehabt, wo dann nur ein Gold oder so drin war oder sechs Gold. Ah, verdammt. Ich habe gerade unsere Gefährten getötet. Wo liegt sie?
Tja, leider kann ich ihr keine angemessene Bestattung geben. Aber ich glaube, das versteht sie schon. Immerhin ist sie mit mir losgezogen. War ja auf eigene Gefahr. Ne? Also. Blöd. Ah, das war jetzt so blöd einfach. Na egal. Jetzt kann man nichts mehr dran ändern. Könnte ich theoretisch, indem ich lade, aber hey, im echten Leben kann man auch Angst nicht davor, einfach es mit laden. ihr aufzunehmen? Nö, jetzt eigentlich so nicht, aber. Komm doch mal her! Ich bin Lua Alsgarven. Wer seid ihr, dass ihr mich stört? Verschwindet, oder ihr werdet Teil meiner Armee der Toten. Der Nerv. Das recht du. Ach so. Alter, geht ihr mir gerade echt auf. Ja, komm. Schwert durch den Bauch. Zack. So, aber ich war ja hier eigentlich noch nicht fertig, oder? Nee, war ich nicht. Höhere Schritte. Hä? Mal so. Salz. Ah, wir können gleich mal gucken, ob wir irgendwas lernen können. Sehr gut. Erhebt euch aus euren Gräbern und tötet diesen Wurm. Also, jetzt, also mich als Wurm zu bezeichnen, weil, obwohl ich deine ganzen Leute hier abschlachte, als wären sie Pappfiguren, ne, also. Ist ja doch ein bisschen ungerecht. Warte mal. Miese Falle. Hab's erst gesehen, als ich drauf stand. Lalalala, ich komm dir gleich schon runter, du. Nee, die kann hier bleiben. Du! Da waren wir schon. Aber hier waren wir doch auch. Warte mal, hier irgendwas stimmt hier gerade nicht.
Irgendwas mache ich verkehrt. Wie kam der denn hier hoch? Okay. Alter, ist das ein Labyrinth, Alter. Aha. Feuerattron nach. Nicht so gut. Irgendwas beblitzt mich hier. Viele Stäbe können wir hier uns besorgen. Kann man die drehen? Okay, die kann man drehen. Das heißt, jetzt muss ich nur noch... Vogel, Schlange, Wal. Machen wir das erstmal. Schlange. Wal. Ja, ist aufgegangen. Noch eine Truhe. Unser Gold. Müssen wir wieder verkaufen gehen. Entschuldigung. So, ab in den Ladebildschirm. Das ist jetzt geöffnet, sich jetzt hier an irgendwelchen Hebeln. Hallöchen! Hui, der war auch wieder ganz enthusiastisch. Na ja, toll. Ich nehme Rache für den Tod meines Ehemanns. Erhebt euch! Warum klingt die so, als wenn die direkt neben mir stehen würde? Ihr mit euren Giftpfeilen hier, ne? Lesen tötet. Lest nicht. Lest gar nicht erst. Auch im echten Leben gar nicht erst lesen. Lesen tötet. Oh, zack, zack, zack.
Ach, wie geil. Wird so auch unscharf. Oder was? Ein bisschen, ne? Ja. Gold. Ein Gold geil. Was ein Geheimnis. Oh, wow. Du meinst wohl eher, ich habe dich. Das war alles. Ja, jetzt war es alles. Hey, bleib doch hier, rutsch doch nicht runter. Viel Spaß. Erstmal rutschen hier. Tja, Druckplatten lösen bei mir nichts mehr aus. Falsche Richtung, Kumpel. Warum? Läuft jetzt neulich seine eigenen Leute an. Und jetzt bist du dran. Komm doch her. Komm doch her. Willst du wieder ein paar Tote von den Toten erwecken? Ich konnte ihn nicht auferstehen lassen, aber ich werde eine ganze Armee auferstehen lassen, um diese Schande zu rächen. Diese verdammte Armee kill ich gerade, ehrlich gesagt. Also langsam wird es lächerlich. Armee. So ein Witz. Natürlich. Ich wollte die Rüstung nicht mal. Ich wollte nur wissen, was passiert, wenn ich die wegnehme. Schick. Sie haben seine Leiche verbrannt, bevor ich ihn auferstehen lassen konnte. Sie hätten sie mir bringen sollen. Ihr werdet mich nicht davon abhalten können, jene zu töten, die diesen sinnlosen Krieg führen. Was war das? Aber es ist doch schon längst vorbei. Hier ist das wahrscheinlich zu helfen. Hey! Ein Geisterklingel. Geld wäre mir lieber gewesen. war's das jetzt? Oder? Jetzt noch eine Kiste oder? Oh, Kiste. Das war wahrscheinlich die falsche Kiste. Aber wir müssen sowas von verkaufen.
Dann hatte sie einfach nur Liebeskummer. Oder nennt man das Liebeskummer, wenn... Nee, eigentlich nicht. Sie ist einfach sauer gewesen, dass ihr Mann im Krieg gestorben ist. Das ist eigentlich nicht so schön. Aber gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da, einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Wie ihr wollt, ein Däumchen runter, hoch. Ist auch egal. So wie ihr es bewertet, bitte. Denn YouTube hat ja so ein komisches Bewertungssystem und hast nicht gesehen und sowas. Und mir gefällt es auch immer zu sehen, ob den Leuten das gefällt. Ja, ich weiß, das Spiel ist ein bisschen langlebig. Aber es ist ja auch bald vorbei. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich mal und bis dahin. Ciao.